Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Digi Fernunterricht. Es ist eine dieser ganz speziellen Ausgaben, bei denen ich ein Hemd trage, ausnahmsweise, weil ich hier an der Schule bin, um hier zu unterrichten. Wie ihr seht, es ist auch hier niemand da, also ich bin ganz alleine und man muss sich keine Sorgen weder um mich noch um meine Mitmenschen machen. Es geht heute um exemplarisches Feedback und ich werde ganz zuerst erklären, weshalb das beim Distanzlernen etwas Wichtiges ist, was eigentlich die Problemlage ist und werde dann auch zeigen, wie diese Lösung des exemplarischen Feedbacks aussieht. Dann stürzen wir uns rein. Das Problem ist folgendes. Die Schülerinnen und Schüler kriegen ganz viele Aufträge von mir und von anderen und ich arbeite oft auch projektartig. Da müssen sie eher komplexe, mittelfristige Lernprodukte herstellen, längere Texte schreiben, Podcast erzeugen. Und in diesen Prozessen brauchen die Schülerinnen und Schüler wirksames Feedback. Weil sie digital arbeiten, ist es möglich, dass ich eigentlich in ihre Prozesse reinblicke, dass sie immer alles, was sie tun, auch in ihr teilen können, dass ich wirklich ihnen bei der Arbeit zuschauen kann. Das ist eine Eigenheit des Digitalen. Das ist ganz ein großer Unterschied zum traditionellen Unterricht im Schulzimmer, wo das, was bei den Schülerinnen und Schülern läuft, wenn sie nicht im Schulzimmer sind, nicht sichtbar ist. So ist es beim digitalen Arbeiten so, dass ich grundsätzlich mitverfolgen kann, wie sie arbeiten. Das ist eine große Stärke, aber führt auch zu einem riesigen Arbeitsaufwand. Das ist auf der rechten Seite. Also wenn ich jeden Arbeitsprozess von jeder Schülerin, jedem Schüler begleiten muss und im richtigen Moment sagen muss, nee, halt so, das ist irgendwie ein falscher Weg oder ja, super, das hast du jetzt ganz gut gemacht, bitte weiter so, dann überfordere ich mich, weil ich dafür schlicht nicht die Zeit habe. Und das Problem ist zweitens, dass es zu Wiederholungen und Ermüdung gibt, geführt. Das heißt, wenn ich das erste Mal bei einer Schülerin bemerke, ah ja, das ist eine interessante Idee. Dann melde ich das enthusiastisch zurück. Oder wenn ich etwas sehe, was ich jetzt als Fehler oder als Irrweg anschaue und einen Hinweis geben müsste, so geht es nicht. Also beispielsweise habe ich jetzt Schülerinnen und Schüler beauftragt, wissenschaftliche Quellen zu suchen, um ein Thema zu vertiefen. Und dann habe ich bei einigen gemerkt, das sind keine wissenschaftlichen Quellen. Die haben nicht verstanden, was ich erklärt habe oder wie ich das auch charakterisiert habe, was eine wissenschaftliche Quelle ist und habe das die ersten zwei, dreimal wirklich erklärt. Halt, warten Sie, das ist nicht wissenschaftliches Arbeiten, das sind keine wissenschaftlichen Texte. Sie haben da was falsch verstanden. Und mit der Zeit wurde ich sehr, sehr müde, was man dann im Tonfall auch merkt. Also ich bin dann eher knapp, vielleicht auch ein bisschen unfreundlich, obwohl die Schülerinnen und Schüler gar nicht merken, dass ich das jetzt schon 10-mal gesehen habe, sondern für sie ist es ja das erste Mal, es ist ihre einzige Arbeit. Und da kommt es bei mir auch zu Wiederholungen, also dass ich Dinge dann immer wieder sage, dann sage ich sie weniger wirksam, weniger empathisch. Und das führt dann dazu, dass ich nicht wirklich schnell und auch nicht passendes und wirksames Feedback zurückgeben kann an all die Schülerinnen und Schüler, die das bräuchten. Dieses Problem löst jetzt das exemplarische Feedback. Das heißt, ich nehme etwas auf. Ich habe jetzt geschrieben, Video und Audio sind sehr wirksam. Also ich nehme so ein Video wie dieses hier auf. Kurzes Video, in dem ich ein paar Punkte hervorhebe, die ich bei den Arbeiten gesehen habe. Und was ich da mache, das mache ich auch in meinem Uniseminar so, das mache ich auch in Unterrichtsstunden vor, so, dass ich zu Beginn ein paar konkrete Beispiele erwähne. Also das Ganze ist dann persönlich. Es kommen die Arbeiten von Schülerinnen und Schülern drin vor, und zwar so, dass die ganze Klasse diese Arbeiten wahrnehmen kann. Ah, und ich versuche dabei immer wieder andere Schülerinnen und Schüler dran zu nehmen, dass alle mal vorkommen. Und an diesen konkreten Beispielen zeige ich Dinge, die exemplarisch sind. Das heißt, ich gebe Wertschätzung für Erreichtes, für erfolgreiche Dinge, sodass die, die es so gemacht haben, sagen können, ja, das habe ich auch so gemacht. Ihr meint jetzt mich, das ist ein Lob für mich. Und ich zeige Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Also zum Beispiel erkläre ich nochmal, ein wissenschaftlicher Text braucht Fußnoten oder irgendeine Form von Quellenangaben. Sonst handelt es sich bestenfalls um einen populärwissenschaftlichen Text oder um einen nicht wissenschaftlichen Text. Und ich erkläre das nochmal so, dass ich denke, jetzt verstehen es alle, weil sie sich ja schon damit auseinandergesetzt haben und sie können bei der kritischen Durchsicht ihrer Arbeit sagen,
Ah ja, das habe ich tatsächlich nicht so gemacht, wie ich es hätte machen sollen. Kurz, statt dass ich 25 Mal einen kurzen Text schreibe oder 25 Mal irgendeine Form von Feedback gebe, versuche ich einmal ein 10-minütiges Video aufzunehmen, in dem ich persönliche Bezüge herstelle und in dem ich die wirklich zentralen Punkte zurückmelde. Das hindert mich nicht daran, bei einzelnen Arbeiten trotzdem Kommentare zu hinterlassen, aber ich muss es nicht bei allen machen. Das scheint mir eine effiziente, wirksame und pädagogisch vertretbare Methode zu sein, die gerade im Digifernunterricht eine größere Bedeutung haben sollte. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald wieder.